Reisende reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo miteinander, beziehungsweise moin moin miteinander. Heute mal ein kleines Infovideo, beziehungsweise ein Vlog. Keine Ahnung. Haut's mal in die Kommentare. Und zwar, normalerweise seht ihr mich ja immer hier durch die Kamera, beziehungsweise ich gucke euch seit Jahren durch diese Kamera an. Ja, das ist was passiert. Dazu schwenke ich jetzt gleich mal auf mein Handy. So, da ist das gute Stück. Ich muss ein bisschen Licht anmachen. Ihr werdet mich jetzt in Zukunft erstmal hier durch die drei Kandidaten sehen. Weil, es ist was passiert bei meiner Kamera. Das zeige ich euch jetzt gleich mal mit dem Handy und haben wir gleich mal einen Vergleich zwischen der Kamera und dem Handy hier. So, jetzt habe ich mal das Handy gewechselt. Huch. Und ich will euch mal das Problem zeigen. Also die Kamera, der ein oder andere kennt die ja noch. Hier sieht man, hier fehlen schon ein paar Teile und so. Die ist schon 30 Mal runtergeflogen und ja, eigentlich war sie ja schon längere Zeit kaputt. Ne? Aber jetzt gibt's ein Problem, das ist echt scheiße. Also das ist echt ein richtiges Problem. Und zwar, normalerweise, jetzt ist das Display hier total überblendet, so ist besser, kann ich hier per Touch irgendwas einstellen, ne? Touch geht nicht mehr. Und das Problem ist, die Einstellungen, die ich hier an der Seite habe, die reichen halt nicht, um jetzt irgendwas noch großartig zu verstellen. Ich kann noch Zoom, ich kann Fotos machen. Ich kann mir auch die Videos angucken, aber ich kann nichts mehr verstellen, nichts mehr bearbeiten oder etc. Also noch funktioniert es. Zum Glück kann ich die Karte kann ich am PC löschen und so. Das funktioniert alles. Aber ich wollte jetzt euch schon mal vorwarnen, wenn irgendwann mal hier so ein Heulvideo kommt. Jetzt bleibt er offen. Jetzt wollte ich euch die Linse mal noch schnell zeigen. Macht er zu. Also so funktioniert noch alles. Und die Linse hat halt auch, ich weiß nicht, ob man das sieht. Seht ihr das hier, die Kratzer und das sind auch Brand, also so, wo ich geschweißt habe. Der eine oder andere weiß es noch. Wo ich damals den Clio geschweißt habe, den Auspuff. Sind hier Schweißperlen rangekommen an die Linse, ne? Also wenn ihr sowas mal macht, unbedingt so eine Plexiglasscheibe davor oder so, weil sonst macht ihr euch eure Linse kaputt. Ja, die Linse, die kostet 200 Euro oder so, das ist das Gerät nicht mehr wert. Und ja, ich habe jetzt überlegt, es kann natürlich sein, dass einfach das Kabel innen irgendwie locker ist oder kaputt oder keine Ahnung, vielleicht könnt ihr es nochmal reparieren. Aber es gibt ein Problem, Männers. Wenn das schief geht, dann könnte ich jetzt quasi nur noch mit dem Handy aufnehmen. Erstmal. Ne? Ich muss dann mal nach einer Lösung suchen. Ich hol da auch gleich mal noch was für wegen Lösung. So, das ist ja schon ein bisschen wackeliger mit dem Handy. Ne? Mit der Kamera bin ich ein bisschen besser gewöhnt. Und zwar hat mir der Falco schon vor Ewigkeiten. Ich tue die Kamera mal weg hier und das Ladegerät. Das ist übrigens mein Ladeplatz hier für die Kamera, ne? Habt ihr in einem anderen Video schon gesehen. Ja, ging einfach nicht mehr, ne? Und der Falco hat mir mal hier Hashtag NBN mich hier schon wahrscheinlich schon in weiser Voraussicht eingedeckt, sag ich jetzt mal. Und zwar hat er mir hier mal so, das hat man glaube ich mal in einem Auspackvideo oder so, da hatte ich gesagt, ich gucke mir das nochmal näher an und so, und das habe ich nie gemacht. Ja, jetzt ist meine Kamera kaputt. Also noch nicht ganz. Hä, wo sind denn jetzt die Kameras? Hä, da waren doch Kameras dabei. Ey, das ist jetzt nur das Zubehör. Hä? So, ich habe jetzt mal noch den Rest nachher gesucht. Hier ist sogar so ein automatischer, ja, Kameraditter dabei. Keine Ahnung, wie der Mist heißt. So, und hier hat man eine GoPro Hero 4. Ist jetzt vielleicht nicht gerade das Topmodell, aber hab ich noch da. Ich werde mal probieren, ob ich die noch zum Laufen kriege. Ich bin jetzt gerade auf die Idee gekommen. Huch, darf ich nicht zu sehr. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Die würde hier auch reinpassen, ne? Dann können wir die hier irgendwie rantüdeln. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt am Überlegen. Ich sag mal jetzt, da ich hier das Equipment noch hab, weil mit den Dingern hier, da wird's ein bisschen zittrig, mit dem Handy auch. Da ist vielleicht sowas gar nicht mal verkehrt. Und zwar bin ich halt am Überlegen. Ich will da eure Meinung mal hören. Ich meine, ihr seid ja die, die das dann ertragen müssen. Sag mal, ich probiere mal die GoPro hier mal aus, ob die noch funktioniert oder so. Ich habe gerade probiert, sie geht jetzt leider gerade nicht an, wieder schlecht vorbereitet. Die, wie gesagt, ist auf ihren letzten Zügen. Da bin ich, sag ich mal, würde ich so machen, dass wir das im Hangout mal versuchen. Ich habe auch den Hangout-PC.
vorbereitet. Hier steht der Deckel noch, das steht auch noch hier. Den muss ich noch neu installieren, sonst ist alles drin, Grafikkarte. Also ich habe das zusammengebaut komplett, alles drin, SSD, alles fertig. Der kommt dann in die andere Bastelecke, 12 Volt. Und dann kann ich auch wieder Hangouts machen. Ja, werde natürlich erstmal eben Projekt, dass wir hier mal reingucken, vielleicht das Kabel mal überprüfen. Vielleicht habe ich Glück, wir kriegen sie nochmal hin. Ich habe mich schon seelisch-moralisch ein bisschen damit abgefunden, dass die Gute es jetzt hinter sich hat. Beziehungsweise ich kann ja auch nicht mehr zoomen. Ne? Also die ist, wie gesagt, schon kaputt. Ich kann nur noch in ja fünffach, drei- bis fünffach zoomen. Die hat 50 mal Zoom. Aber durch die kaputte Linse und den Mist, hier, das hält er nicht mehr so richtig. Ne? Ach ja, ich kann es aufklappen. Durch die zerkratzte Linse und die Schweißperlen zoom da dann auf die Schweißbären, die, ne, und dann kann ich nicht ranzoomen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Was sagt denn ihr? Habt ihr da eventuell einen Tipp für mich? Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, ja, hier, ich habe hier irgendeinen so geilen Camcorder oder so. Mittlerweile sind die ja auch kleiner. Oder sagt ihr, hey, hier, mach erstmal mit dem Handy oder so und dann kaufe ich mir ein geileres Handy. Also, wo ich halt mal guck, vielleicht gibt's ja da Handys, wo richtig gute Kameras drin sind. Das ist jetzt hier nicht irgendwie eine besondere Kamera. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinknallen, wie die Qualität jetzt vom Handy ist im Vergleich zu der. Wie gesagt, die hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Qualität ist auf jeden Fall bestimmt beschissener, weil ich kann ja nicht zoomen und so. Und ich werde die einfach mal testen. So, und die Frage ist jetzt, hole ich mir so ein Ding? Eventuell benutze ich das oder hole mir so ein Ding aktuell, weil dann habe ich hier auch an die Wackelklaus und so. Oder ihr sagt, ja, nö, das geht mit dem Handy, das ist jetzt nicht so schlimm. Dann würde ich eben mal gucken, dass ich ein Handy oder ihr vielleicht einen Vorschlag habt, ein Handy mit einer richtig geilen Kamera drinnen, ne, die für sowas geeignet ist. Das wäre optimal, weil dann habe ich auch nicht mehr hier 15 Geräte oder so, ne. Und ja, keine Ahnung. Haut mal ein bisschen was in die Kommentare, Jungs. Mal ein kleiner Vlog hier, mal ein bisschen quatschen. Ne? Schönen Tag euch noch. Tschüssi. Ah, Männers. Ich wüsste doch, da ist noch was. Ich dachte mir, jetzt schützt es mal alles aus. Hier Ladekabel, packst mal alles aus, guckst das mal an. Und da ist hier noch eine Tüte. Und guckt mal. Ich hatte das doch richtig in Erinnerung, ne? Huch, das war mein Hausschuh. Hier haben wir noch eine Hero 3. Und was haben wir hier? 4K Ultra HD Rank Force. Was? Guck mal, die ist noch mit Folie. Okay, da habe ich jetzt drei Stück. Ey, das ist wirklich mein Schuh hier, ne? Also, wie kann ich auch nicht furzen? Und eine Hero 4. Guck mal, der Falco ist verrückt, ne? Ha! Hab ich jetzt gerade gesehen. Pass auf, jetzt mal hau ich das noch ans Video rein. Ich wollte es eigentlich gerade schneiden. Ja, ich lade die jetzt alle mal. Mal gucken, wie ich das... Kriege ich auf jeden Fall irgendwie, mal gucken, ne? Hat es irgendwie einen Ladeanschluss hier? Ah, mit Folie? Ja, moin. Da geht bestimmt eine noch. Ah, geil, bis gleich, Junge. Ich habe jetzt mal alle drei am Laden und ich habe auch schon alle drei mal getestet. Also zumindest geht bei allen... Das Display an und ja, ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch funktionieren. Problem ist, bei der jetzt hier fehlt der Akku. Die ist von der Qualität her nicht ganz so gut, hat nur 30 FPS, 4K und das ist so irgendwie wahrscheinlich hier nicht so ein gutes Modell. Ich weiß nicht, ich probiere es auf jeden Fall aus, aber die muss jetzt erstmal laden und ich weiß auch nicht, ob der Akku, das hat es aufgehört mit Blinken. Es hat die ganze Zeit geblinkt, jetzt blinkt es nicht mehr. Die andere lädt vorne, da habe ich ja einen Akku dazu, das ist die Hero 3. Warte mal, die kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich wollte euch und gleich nochmal den Stream im PC zeigen. Den habe ich jetzt hier schon im Weg stehen. Ja, ist soweit fertig, wie gesagt. Die Festplatte muss ich mal noch reintüdeln und die Kabel ordentlich machen, den Lüfter da irgendwie rumliegt. Ja, hier so irgendwas. USB wollte ich, glaube ich, noch eine Karte reinmachen. Naja, die legen wir gleich mal hier vorne hin. Den mache ich auch fertig. Und dann können wir mal, dann kann ich streamen, mal versuchen, die alte Kamera mal zu reparieren oder so. Vielleicht ist ja noch das Kabel kaputt oder so. So, und hier ist die Hero 3, die ist mit Akku. Ich dachte erst, ich muss mir hier ein Ladegerät kaufen, aber das hat den alten, ganz alten USB-Anschluss. Ja, ich lasse die jetzt einfach mal laden. Heiß wird's nicht. Zeigt jetzt auch rot an. Hier ist natürlich das Display, das ist ja der Wahnsinn.
Ne, das Ding hat nur zwei Tasten. Naja, ich habe schon gehört, dass der Ton, glaube ich, nicht so gut sein soll von den Dingern. Mal gucken, ne, ob das was wird. So, jetzt habt ihr es gleich hinter euch. Ihr könnt mal eure Meinung oder eure, ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von solchen Videos haltet, dass ich euch hier ein bisschen mit mehr dran teilhaben lassen kann. Ob ich das gefällt oder so, ob es langweilig ist oder nicht. Das Ding konnte ich jetzt nicht ausprobieren. Hier gibt es, ja, keine Ahnung, ein Problem oder es fehlt irgendwas, wenn ich den Akku jetzt hier reinmache. Ist doch falsch. Der müsste reinpassen. So, wenn ich den jetzt hier reinmache und den reinschieb, ist der hier unterhalb der Kante. Und da müsste eigentlich ein bisschen überstehen, dass hier Kontakt ist zur Mitte, ne? Keine Ahnung, vielleicht fehlt jetzt hier noch irgendein Gegenstück oder irgendwas im Akku oder das sind andere Akkus gewesen oder weiß ich nicht. Da habe ich mir überlegt, das können wir ja auch gleich mal, jetzt geht der Akku nicht mehr raus oder was. Ja moin. Na egal. Dass ich das dann auch im Stream, dass ich mir hier irgendwas umbastel oder keine Ahnung, mal gucken, dass das eben funktioniert, ne? Gut, ja, wie gesagt, haut mal was in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Gefällt euch sowas nicht? Doch. Hier blinkt's. Okay, blinkt auch noch rot. Okay, und für die, habe ich mal geguckt, kostet der Akku 11 Euro, aber nur 2 Stunden Aufnahme. Würde ich mir dann wahrscheinlich 2 Akkus bestellen. Ne? Kostet 11 Euro, einer, das ist jetzt kein Ding. Ja, und die anderen, die werde ich nochmal testen und so. Ja, das sehen wir, hänge ich jetzt aber nicht hinten ran, weil die müssen jetzt erstmal laden. Ich will jetzt das Video hier schneiden. Tschüssi!